Ja, guten Morgen, Leute. Ich grüße euch zu einem weiteren Video heute am Freitag, dem 19. Juni. Und hier könnt ihr schön sehen, warum ich es eigentlich hasse, rauszufahren nachts. Und ja, da anzuhalten auf Parkplätzen, weil es ist hier natürlich scheiße zugeparkt. Jetzt muss ich erstmal wieder sehen, dass ich hier mit allem in die Spur komme. Ja, ich hoffe, dass wenn der Wagen morgen zur Inspektion geht, die mir hier einen neuen Akku verpassen, weil es ist einfach nur ätzend, wenn man anhält und das Navi ist sofort weg. Ja, wie gesagt, scheiße eng. Oh oh. Das ist ja jetzt richtig eng. Fuck. Leck mich in der Tasche, ey. Nee, was bin ich froh, dass ich schön immer auf den Platz fahre und mit sowas nichts zu tun habe. So, ja, ich wollte euch mal mitnehmen jetzt. Ihr wisst ja, oft mache ich ja die letzte Stunde vor Gaggenau oder die letzte Stunde, bevor ich im Heimathafen, wie jemand so schön gesagt hat, einlaufe. Ich sag mal, das ist jetzt eine Stunde, ja, ich sag mal, ich nehme euch 51 Minuten mit, bis wir noch eine Stunde haben nach Gaggenau, das wird gut passen. Ja, die Idee ist mir gestern so gekommen, weil was mir gut gefällt, ist, wenn es so langsam heller wird, müsstet eigentlich aber jetzt auch schon gut was sehen können. Ja, was könnt ihr gut sehen, dass hier eigentlich nur LKWs unterwegs sind. Keine PKWs, nichts los. Und ja, ich habe auch kein Thema heute oder ja, sagen wir mal so, kein Thema. Irgendwas aus meiner Vergangenheit, sondern ja, ich will mich mal so ein bisschen auslassen zur Lage. Ich will jetzt nicht sagen zur Lage der Nation. Ich bin ja auch kein Wirtschaftsweiser oder dergleichen. Nee, aber so ein bisschen haben wir den Finger ja schon am Puls. Und ich habe eben erst noch die Nachrichten gehört und da ging es darum, dass eine Kaufhauskette ein Drittel ihrer Filialen schließen will. 6.000 Leute werden dann ohne Job sein und ja, ich sag mal so, ich befürchte, und mir wäre natürlich sehr lieb, wenn meine Befürchtungen nicht sich bewahrheiten würden, aber ich befürchte, das ist erst der Anfang. Und man hat ja auch schon aus einigen anderen Branchen munkeln hören, dass ja, die Belegschaften wohl reduziert werden. Und angefangen hat es ja meines Erachtens schon im Herbst letzten Jahres,
oder gegen Ende des letzten Jahres, zumindest in der Autoindustrie, als dort schon, naja, die Schichten ein bisschen zurückgefahren worden sind. Ja, es war ja so, ich meine, man kann das ja auch ein bisschen in meinen Videos so mitbekommen, dass Gaggenau, was ja, sagen wir mal, im letzten Jahr noch fünfmal die Woche lief, manchmal sogar noch mit einem sechsten Zusatzauto, plötzlich zurückgefahren worden ist auf viermal die Woche. Man hat also da mehrere Freitage produktionsfrei gemacht. Ja, und ich sag mal so, mir geht jetzt gerade durch den Koffer, es ist vielleicht auch ein bisschen zu hart. Die Corona-Scheiße hat der schwächelnden Wirtschaft jetzt den Rest gegeben. Nein, so ist es vielleicht nicht, aber ich sag mal so, da kommt noch eine Menge auf uns zu. Denn ich muss jetzt oft immer wieder, weil ich selber ja mal ein kleiner Selbstständiger war, mit kleinem Geschäft, der ja auch ja, durch äußere Umstände da auch ein bisschen in Schwierigkeiten geraten ist, also sprich Umsatzrückgang, muss ich immer wieder jetzt oft an die kleinen Selbstständigen denken, an die Leute mit den Geschäften und so. Und die mögen jetzt noch alle schwimmen und sich über Wasser halten, aber ich denke mal, dass da einige davon doch am Ende noch werden aufstecken müssen. Und ich sag mal, ich kann da mal eine ganz einfache Rechnung aufmachen. Ich kann einfach mal erzählen, wie das damals bei mir so war im Geschäft. Es war so, dass ich auch die Vorgabe hatte, ich sag mal, mindestens 10.000 D-Mark Umsatz im Monat zu machen. Und das nicht im Schnitt, sondern es war dann auch noch vonnöten, im November und Dezember die entsprechenden hohen Weihnachtsumsätze zu fahren. Aber der normale Monat musste im Grunde schon 10.000 D-Mark Umsatz bringen, um alle Kosten zu decken. Ja, man hat Miete, man... Was ist denn hier los, ey? 44 ist aber jetzt ein bisschen übertrieben. Also das finde ich jetzt irgendwie, ist doch hier was faul. Was soll das denn jetzt hier, 44? Ich meine, hier ist 60, aber nicht 44. Aber jetzt geht's auf dem Möder schneller, ey. Ist irgendwie einer aufgewacht. Naja. Ja. Navi sagt mir jede Nacht, ich soll da geradeaus fahren über die 67 und die 6. Aber ich fahre lieber über die 5, weiß ich nicht. Irgendwie wüsste ich jetzt auch nicht, warum ich hier die Bahn wechseln sollte. Ich mache das also nur, wenn irgendwie Störungen sind auf der 5. Ansonsten fahre ich die 5. Vor allen Dingen am Ende fährst du sowieso wieder von der 6 auf die 5 und da gibt es oft Rückstau beim Einfädeln. Hier bin ich dann auf der in Anführungsstrichen Vorfahrtsspur. Ja, wie gesagt, ich musste damals auch 10.000 D-Mark Umsatz machen, denn ich sag mal, Miete plus Nebenkosten schon 1.000, dann ist es ja so, viele, die Geschäfte haben, haben Kredite am Laufen, die bedient werden müssen, was ja auch, wenn es normal läuft, kein Problem ist. Ja, aber wenn dir natürlich dein Umsatz auf null runtergeschraubt wird, dann wird das alles zum Problem. Und
9.000 Euro vom Staat so als schnelle Soforthilfe, die ja viele auch wirklich schnell bekommen haben. Ich weiß es ja auch aus von einem Bekannten, der also blitzschnell dieses Geld bekommen hat. Das reicht dann nicht allzu lange. Und das Problem ist, dass die zwar jetzt alle wieder öffnen durften, aber es läuft viel zu wenig. Erstmal ist es so, durch die Auflagen können sie teilweise die Umsätze gar nicht fahren und die Kauflust ist auch nicht da. Und was die Gastronomie betrifft, also die sind ja fast noch am allerschlimmsten dran, denn unter den Regeln, unter denen die arbeiten müssen, da haben die Einnahmen, die sind nicht mal kostendeckend. Ich kann das absolut verstehen und nachvollziehen, dass ein italienisches Restaurant bei uns im Dorf momentan immer noch das Restaurant geschlossen hat und nur außer Hausverkauf macht, weil alles andere sich für ihn nicht rechnet. Ich sag mal, so ein Schwächeln der Wirtschaft, das wird auch durchschlagen bis zu uns. Dem Transportgewerbe ist ja logisch, wenn weniger läuft, braucht auch nicht mehr so viel transportiert zu werden. Und wir haben ja schon das gehabt, den Wegfall der Touren. Jetzt läuft es wieder halbwegs, aber stehen bei uns immer noch Auflieger ungenutzt auf dem Hof, zu viele, sag ich mal. Und gut, ich sehe, dass die Sache mit dem Tieflader läuft. Ich sehe, dass es mit den Kühlern läuft, aber das alleine reißt es ja nicht raus. Und ich sag mal so, ich habe auch letztens mit einem Kollegen gesprochen, der hat auch gesagt, man macht jetzt mehr Stunden als auf seinen Touren vorher. Und so ist es auch, wenn ich hier meine Tour fahre, wisst ihr, ich sag mal so, heute Nacht um 2 auf dem Hof gewesen, wenn es vernünftig läuft, 12:30. Nach 10,5 Stunden zurück im Heimathafen. Wogegen fahre ich jetzt freie Dispo, also irgendeine Ladung, fahre ich irgendwo hin, entlade. Und wenn ich dann leer bin, fahre ich irgendwo hin, wieder laden. Läuft es meistens durch Wartezeiten und so Geschichten eher auf die 12 Stunden hinaus. Und das ist natürlich auch jetzt nicht so lustig, aber okay. Im Moment sagen sich alle, Zähne zusammenbeißen und durch, aber wie lange? Verrückt ist, dass ich heute Nacht eine Schlagzeile gelesen habe, den Artikel, dafür habe ich die Zeit nicht gehabt. Aber da stand so, dass 56% nicht wieder in das alte Leben vor Covid-19 zurückkehren möchten. Und auf der anderen Seite stehen natürlich 44%, die es irgendwo wollen. Und ich habe mich gefragt, warum wollen das 56% nicht? Bei den 56%, da sind bestimmt welche dabei, die Homeoffice machen, das gut finden, ihnen das gefällt, ihr Geld verdienen und alles ist gut. Oder ich sag mal so, das ist natürlich kurzsichtig, aber so hier die Leute in der Produktion
arbeiten 3 Tage die Woche oder was. 2 sind sie zu Hause für 80%. Ja, für 80%. Da bleiben sie schon nicht ungern zu Hause. Geht mir ja ähnlich. Also hätte ich oder habe ich jetzt auch kein Problem mit. Nur das ist halt, wie gesagt, eine Sache, die ja auf Dauer gar nicht realisierbar, durchhaltbar ist für die Firmen und so. Und von daher, ich würde sagen, bei den 56% ist kein kleiner Selbstständiger, keine Leute aus der Gastronomie oder aus dem Kulturgewerbe, denn für die ist es jetzt einfach nur Scheiße. Ich musste auch jetzt, weil ich ein Video gesehen habe, ich meine, ich gucke mir auch so Sachen an wie hier Trucker Babes, Bus Babes und so Geschichten. Dann habe ich jetzt noch ein Video gesehen, das war natürlich ein Vor-Corona-Video von, das ist auch eine ganz nette, so, da gibt es ja eine, die fährt so Nightliner, also so ein Bus mit Betten drin und so, für Rockbands und Bands fährt die zu den Konzerten. Ja Leute, was läuft jetzt bei der? Null. Absolut null. Und das noch auf lange Sicht, also bis Ende Oktober, keine dieser Großveranstaltungen. Und was mich ja persönlich ankotzt, bis Ende Oktober mit Sicherheit die scheiß Maskenpflicht. Na, ich meine, mittlerweile liest du ja nur noch, wie toll und wirksam das ist und so. Das ändert nichts daran, dass ich die Maske hasse und absolut scheiße finde. Und wenn die 100-mal positive Effekte hat, es ist einfach nur ätzend, mit so einem Ding rumzurennen. Wie oft ich das jetzt die letzten Male, man geht raus, will mal eben schnell ins Dorf eine Kleinigkeit holen. Ah, scheiße, Maske vergessen, wieder umgedreht. Gut, 1-2 Mal trotzdem meine Besorgung gemacht, weil wie gesagt, bei uns im Dorf, je nachdem, wo du hingehst, wird es nicht ganz so eng gesehen. Schmeißt dich keiner aus dem Laden oder so Geschichten. Aber es ist einfach nur Shit. Und wie gesagt, ich befürchte, dass wir einen ganz, ganz heißen Herbst kriegen. Also im Moment geht das noch alles, aber jetzt auch, haben sie auch in den Nachrichten gesagt, jetzt wollen die ganzen Mitarbeiter am Flughafen, also angefangen, das hat er schön gesagt, der von der Gewerkschaft, von der Stewardess über den Piloten runter bis zum Bodenpersonal, die wollen jetzt heute da streiken, weil sie eben auch ihre Arbeitsplätze bedroht sind. Und die sind schwer bedroht. Ich habe einen Freund, der hat bis kurz vor Corona hat er, zuletzt war so Crewfahrer, also mit so einem kleinen Bus hat er da die Stewardess zu den Flugzeugen gebracht. Vorher hat er andere Sachen gemacht halt in diesem Bereich vom Bodenpersonal. Und der ist halt in Rente gegangen, kurz vor Corona. Und der ist heilfroh, denn seine Kollegen sitzen zu Hause. Und wie gesagt, es bekommen ja nicht alle ihr Kurzarbeitergeld auf 80% aufgestockt. Denn viele müssen halt mit den 60% auskommen und wohlgemerkt mit 60% vom Grundgehalt. Und wenn du in so Branchen arbeitest, wo es eben Nachtzuschlag und eben verschiedene Zuschläge gibt, die dann letztendlich deinen vernünftigen Lohn ausmachen, wenn das alles wegfällt, ja, dann siehst du ganz schön alt aus. Und so wäre ist das ja auch bei uns in der LKW-Branche, dadurch, dass ein Teil unseres Gehaltes ja durch Spesen und Nachtzuschläge
sich bildet. Also ich bin heilfroh, dass mein Chef das auch wirklich super geregelt hat. Ich kann echt nicht meckern. Aber wie gesagt, wie das so auf Dauer wird, was heißt, weiß keiner. Ich weiß nur, dass die Aussichten nicht gut sind. Mein, vielleicht schaffen es ja welche, irgendwie sich bis ins Weihnachtsgeschäft zu retten, in der Hoffnung, durch ein Weihnachtsgeschäft wieder was aufzufangen. Aber das sind ja noch ein paar Monate bis dorthin und bis dahin muss man erstmal durchhalten. Und dann ist ja noch die Frage, ob das ein wirklich gutes Weihnachtsgeschäft wird, wenn haufenweise Leute auf die Straße gesetzt werden. Ich meine, der Onlinehandel hat zwar einen Schub bekommen und ich sag mal, alle da, die in dem Bereich arbeiten, haben gut zu tun. So, hier in Bad Hersfeld ist ja auch Amazon. Ich glaube, die suchen sogar immer noch Leute. Aber ich sag mal so, das hatte ja nur was damit zu tun, dass die Geschäfte geschlossen waren. Wenn's Geld aber knapp wird, dann kriegen auch die das zu spüren. Na? Ja, wie ihr sehen könnt, nochmal kleine Zwischenbemerkung. Normalerweise hier vor Corona, wir haben ja jetzt 4.52 Uhr, also 5 Uhr, also ich sag mal, wer eine längere Anfahrt hat und um 6 Uhr anfangen muss, der müsste ja eigentlich jetzt schon so auf dem Weg sein. Aber da ist nicht viel los, ne? Gerade geht mir auch noch so durch den Kopf, wo ich irgendwie das so sehe. Man sieht ja jetzt LKWs, also ich sag mal so Sattelzüge, so ein Planzug oder Koffer. Davon sind auch reichlich unterwegs und da entsteht natürlich der Eindruck, okay, läuft. Aber es ist ja auch noch die Frage, wie viel ist da drin? Nein, wie viel ist da drin und was bekommen die für die Tour? Na, fahren die für plus minus null? Ist das Auto nur halb voll? Ich weiß noch, dass wir in der alten Firma, also in der vorherigen Firma, nur um so eine Art Rundlauf zu realisieren, so Überhang gefahren. Überhang ist, es gibt eine feste Tour. Da fährt ein Auto, das wird vollgepackt, so, dann ist da aber noch Zeugs, Reste, die der jetzt nicht mitnehmen kann aus Gründen des Volumens oder des Gewichtes. Und dann gibt es natürlich immer Unternehmer, die diese Überhänge fahren. Aber da ist nicht viel Geld zu verdienen, wenn du dann nur ein Drittel volles Auto hast. Und mitgenommen wird sowas auch nur, weil man dann eventuell in der Nähe des Zielortes eine gute Rückladung bekommen kann, die dann letztendlich das Geld einbringt. Ja, ein bisschen Daten hier, so 6.23 Uhr werden wir ankommen, also gute Zeit. Na, ihr wisst ja, nicht zu früh, das hat mein Kollege, der mich in meiner Woche Urlaub da vertreten hat, leider übelst registrieren müssen. Kommst du zu früh, kassierst du im schlimmsten Fall ein Hausverbot. Was mich dann wiederum erinnern lässt an einen Spruch eines früheren Disponenten, der hat gesagt, zu früh ankommen ist auch nicht pünktlich.
Ja, das ist richtig, aber ich habe ja schon mal in einem vergangenen Video erklärt, Lkw-Fahrerplan, nehme mal 15 bis 30 Minuten Luft ein. Und wenn du dann eben gut durchkommst, dann bist du eben 15 Minuten eher da. Und du kannst ja nicht noch dreimal um den Block fahren. Das ist natürlich so ein bisschen da auch der Lage geschuldet. Dieser Lkw-Parkplatz, also Leitstelle, ist natürlich mitten im Ort. Und direkt daneben sind auch Wohnhäuser, Wohnleute. Und es gibt da ja eine Type, der hat selber früher da im Werk gearbeitet. Aber seit er da nicht mehr, und hat sein Haus direkt da am Parkplatz, und seit er nicht mehr da arbeitet, ja, macht er nur noch Stress, feuert er nur noch gegen das Werk. Und man hatte mir damals, als ich angefangen habe mit der Tour, hat man mich schon vor dem gewarnt, dass der da rumläuft und rumspringt. Und er ist ja auch teilweise, ja, richtig rangekommen an den LKW und hat einen angeranzt hier von wegen Motor aus und tralala. Dabei bin ich jemand, der also eigentlich den Motor wirklich nicht unnötig laufen lässt. Und ja, irgendwann wurde mir das ja zu bunt mit ihm, der da zwischen den LKWs rumlief. Und da habe ich mich ja dann beim Werkschutz beschwert und habe gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Und dann hat er ja fürs Gelände, ich meine, ob das jetzt aufgrund meines meiner Sache da war, dass ich was gesagt habe oder eben auch andere, aber auf jeden Fall hat man ihm für das Gelände ein Hausverbot erteilt, aber das hindert ihn natürlich nicht, auf der anderen Straßenseite rauf und runter zu laufen, wild zu gestikulieren und so. Naja. Und es heißt jetzt, dass dieser Mann das jetzt durchgesetzt hat, dass es erst statt um 6, um 6.30 Uhr losgeht. Dazu kommt wohl noch irgendwie so ein Gesetz in Baden-Württemberg, wie mir mein lieber Staplerfahrer Freddy erklärt hat, der ja sich, ja, der ja ein ganz, ganz intensiver Zeitungsleser ist und auch mit rechtlichen Dingen so, ja, man kann schon sagen, jahrzehntelang zu tun hatte als Schöffe bei Gericht, als Bewährungshelfer und so weiter. Also auf jeden Fall hat er zu mir gesagt, es gäbe ein Gesetz in Baden-Württemberg, was also eine Nachtruhephase von 22 bis 6 Uhr garantiert. Ja, mir ist es wurscht, ich habe da kein Problem. Stelle ich mir den Wecker Viertelstunde später, ziehe alles eine Viertelstunde nach hinten und dann werde ich schon nicht zu früh kommen. Ich weiß nicht, ob ich schon erzählt hatte, im Winter bin ich ja ein paar Mal früh aus dem Bett gefallen und dann war ich mehrere Male genau um 6 da und zu der Zeit hatten die gerade in der Pförtnerloge eine studentische Hilfskraft, ja, dann stehst du da um 6 und die Bude ist noch zu, weil das Mädel um 5 nach 6 oder einmal war es sogar, glaube ich, schon fast 10 nach 6, so düdelüdelü kam die dann da angeflockt, so ganz locker, fand das irgendwie vielleicht noch lustig oder was. Und ein Fahrer, der kommt da jeden Morgen hin, das ist auch so eine Haus- und Hofspedition da von dem Werk, und der braucht im Grunde nur einen Stempel auf seinem Zettel. Der ist dann den einen Morgen, da ist sie auch ordentlich zu spät gekommen, ich sag mal mindestens 5 nach 6, wenn nicht noch später. Und musste sich dann erstmal sortieren da in ihrer Pförtnerbude. Da ist er einfach da rein marschiert und hat seinen Zettel selber in den Apparat geschoben und abgestempelt. Und ist dann abgehauen, sein Ding machen. Und als dann eine Zeit lang später noch ein weiterer Pförtner, ich glaube, das war dann einer vom Werkschutz, dazu kam, da hat das Mädel dann gesagt, ja, der ist einfach hier reingekommen und hat abgestempelt. Ja, sorry, wenn sie nicht aus dem Quark kommt, ne? Dann wird schon mal Eigeninitiative ergriffen.
wie gesagt, ich glaube eben, dass da harte Zeiten auf uns zukommen. Wie hart die werden, das kann ich auch nicht sagen. Na, das bleibt ja ein bisschen abzuwarten. Dazu kommt ja noch, auf gut Deutsch gesagt, das ganze Theater an allen möglichen Ecken der Welt, was weiß ich, Konfliktpotenzial und das sind Sachen, die sich, wenn es ganz schlimm kommt, auch bis zu uns auswirken können. Eben Konfliktpotenzial in Korea, Konfliktpotenzial zwischen USA und China, eben überall Theater. Und ja, ich meine, man kann nicht viel machen als Einzelner in dem Sinne sowieso nicht und als Kleiner. Man kann eben nur wach sein, sich informieren, aufpassen und ja, wenn es nötig ist, in bestimmten Dingen reagieren. Manche sprechen natürlich auch schon von Gefahr für die Währung, aber das weiß ich jetzt nicht so. Ich sag mal so, ich glaube nicht, dass wir zur D-Mark zurückkehren. Vor allen Dingen, es ist ja auch so, man muss sich das mal vorstellen, so eine Umstellung kostet ja auch wiederum Geld. Und jetzt so langsam reicht's ja mit den Schulden. Das war letztens mal auch gut erklärt. Schulden ist ja in dem Sinne nichts Dramatisches, wenn demgegenüber auch wiederum immer Einnahmen stehen, also das einigermaßen ausgewogen ist. Erst wenn die beiden Säulen, sagen wir mal, ja, nicht mehr parallel wachsen, sondern nur noch die der Schulden, dann wird's kritisch halt, na. Ja, aber schaut euch das an, ey, wie leer das hier ist. Ich meine, jetzt ist das hier um 5 Uhr hier auf der 5 nie proppenvoll gewesen, das ist schon klar. Aber so leer. Und ich meine, es braucht einen auch nicht zu wundern, denn es ist ja logisch, wenn die Mitarbeiterparkplätze da, wo ich vorbeikomme, leer sind. Das sind ja die Leute, die hier morgens im Grunde unterwegs sind und dahin fahren. Gut, die hier fahren, die fahren jetzt nicht nach Gaggenau. Wir haben ja noch eine Stunde 20. Die wenigsten werden wohl für eine Arbeit dort eine Stunde 20 in Kauf nehmen. Ich meine, es ist natürlich fürs Fahren schön. Das ist, das ist Fahren vom Feinsten, hätte ich fast gesagt. Wo mir direkt einfällt, da ist ja ein, ich sag mal, er ist ja schon ein relativ neuer Abonnent bei mir, der gesagt hat, dass er jetzt die Umschulung macht, also diese verkürzte Ausbildung zum Berufskraftfahrer wahrnimmt. Und er hat jetzt 2 Fahrstunden weg und sagt, LKW-Fahren ist schon toll. Als ich diesen Satz gelesen habe, fiel mir sofort ein, ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, LKW fahren und LKW-Fahrer sein sind halt zwei Paar Schuhe.
wie gesagt, das hier ist jetzt einfach nur geil, geiles LKW-Fahren. Aber ihr wisst ja, wer mich schon ein bisschen länger meinen Kanal verfolgt und die Videos, der weiß, dass das LKW-Fahrersein nicht immer lustig ist. Ich glaube, ich muss mir mal ein Schlückchen Kaffee einschütten. Ich kriege hier langsam einen trockenen Mund. Wird es auch langsam immer heller und heute auch nicht irgendwie total bedeckt. Ich finde das auch so geil. Ja gut, das könnt ihr, glaube ich, aus dem Winkel nicht sehen. So schön hier links. Ah, ich will nicht von Bergkette reden, aber kleine Berge vielleicht. Am Montag wird ja nochmal, gibt es nochmal deutlich mehr Lockerungen, so was weiß ich, Veranstaltungen bis 250 Leuten müssen nicht genehmigt werden und es reichen jetzt 10 Quadratmeter pro Kunde, also sprich die Leute, die Geschäftsinhaber können jetzt doppelt so viele Leute wie noch vor einer Woche reinlassen, aber ach, was ist das? Ey, jetzt quietscht es, hier heute Morgen quietscht es wieder. Glaubt mir, in den gestern oder was, da war nichts. Da habe ich noch gedacht, ey, wie blöde, wie soll man denen das sagen? Ja, das muss ich aber, das muss ich heute noch mal dem Chef sagen, wenn er morgen weggeht, die sollen mal eine Probefahrt machen, sollen mal schauen, was da los ist. Es muss irgendwo irgendwie an der Lenksäule. Es ist halt immer bei Bodenunebenheiten. Wie gesagt, mit dem Sitz, da kann ich ruhig rauf und runter hopsen wie verrückt. Da ist nicht ein Tönchen zu hören. Also es ist nicht der Sitz. Ich weiß, dass es auch Sitze gibt, die quietschen. Ja, die waren hier fett mit Staugefahr, aber den Stau, den hat es jetzt schon seit Wochen nicht mehr gegeben. Aber das Navi hat jetzt schon beschlossen, dass es Tag ist. Ja, ich will auch nur dieses. Ja, obwohl, ich muss vorsichtig sein. Irgendwie hat diese Geschichte Suchtcharakter und gestern habe ich ein bisschen, also ich sag mal so, Hasi hat da so einen Staubsaugerrohr gesucht und nicht gefunden und war dann ein bisschen angesäuert und meinte, ich müsste mich doch mal wieder mehr um häusliche Dinge kümmern und weniger um YouTube. Es war ja auch wirklich ein bisschen fett. Vor allen Dingen hat sie gestern drei Videos heute. Ja, es waren drei. Ich wollte das auch machen, damit ich wieder mit dem Zeitnahen in der Spur bin. Dieses Video hier heute vom Freitag, dem 19., das geht eben auch heute noch rein. Und ich finde das einfach gut. Mir gefällt das, wenn ihr euch das nachmittags, abends anschaut, dann ist das erst wenige Stunden her, na, und irgendwie finde ich, passt das besser.
Ich muss sagen, wenn ich mir Videos anschaue von den Leuten, die so mal eine Woche Zeit versetzt oder manchmal noch länger da irgendwelche Sachen bringen dann und reden dann davon, ja, heute ist Montag. Also ich muss sagen, das ist manchmal ganz schön verwirrend. Vor allen Dingen, wenn keine Angaben kommen, welches Datum da jetzt ist, sodass man das irgendwie besser nachvollziehen kann und dann weiß, aha, das war letzte Woche Montag, da war ja so ein Scheißwetter oder da war das und das halt. Ne? Ich finde es so mit dem Zeitnahen irgendwie, ja, für mich hat das was. Was ja jetzt geht mir auch so gerade durch den Kopf, was ja jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt ein neuer Trend ist oder ob man das machen muss. Jetzt in letzter Zeit ist mir aufgefallen, machen ganz viele Leute, die es vorher auch teilweise nicht gemacht haben, Livestream. Also setzen sich dahin, Kamera an. Und senden das sofort live an YouTube, kündigen das natürlich auch vorher an, damit dann überhaupt sich da Zuschauer einfinden. Sonst kann man nämlich auch Pech haben. Und ich sag mal, bei so Leuten mit so einem Mini-Kanal wie bei mir und also zwar, also ich finde es schon toll, viele Abonnenten, aber im Vergleich zu anderen eben sehr wenig Abonnenten. Wenn die sowas machen und würden das nicht vorher ankündigen, dann machst du da was live und keiner guckt zu. Gut, kann man sich die Sache natürlich immer noch mal im Nachhinein ansehen, aber ja, ich weiß nicht, ob man das bringen muss, um in zu sein. Ich denke mal, man kann das aber auch nur vom festen Standort aus machen. Da ich ja nichts oder ganz, ganz wenig schneide, also schon gar nicht so aus der Mitte raus, also da müsste schon irgendwie was Extremes sein, wo ich denke, nee, komm. Normal ist ja in der Mitte nichts rausgeschnitten. Wie gesagt, am Anfang meine Hand, die von der Kamera wegkommt nach dem Einschalten und dann wieder die Ausschalthand, die schneide ich schon mal weg, weil ich es ja sowieso wegen dem Zusammenfügen der Dateien hochladen muss. Ja, das ist ja dann im Grunde wie live. Wenn ihr das hier jetzt seht, ihr seid mit dabei. Wir haben jetzt 5.13 Uhr. Und ja, in 10 Minuten läuft eigentlich so die Zeit ab, die ich euch mitnehmen wollte. Das hat aber nur was damit zu tun, damit ich sicher bin, dass der Akku auch bis zum Ende durchgehalten hat. Ich finde es jetzt nicht so dramatisch, wenn mal ein Video durch Akku leer abbricht. Dann mache ich eben die Verabschiedung per Text. Aber wenn es natürlich mitten irgendwie in so einer Erzählung ist, dann ist das natürlich nicht so schön. Ach ja, da fällt mir gerade noch ein. Ich hatte, da war ja dieses dicke Ding mit meinen Erlebnissen beim Schloss Odins. Zwei Türöffnungen sind mir noch eingefallen, die noch, was heißt erzählenswert sind. Das eine war in Bochum. Ich werde dahin gerufen, sehr edles Haus, alles Eigentumswohnungen, hochwertige Eigentumswohnungen, Schlüssel drin, ich weiß gar nicht, oder Schlüssel verloren. Auf jeden Fall, die Tür war zu abgeschlossen. Nun gehen wir zu der Tür und ich sehe schon, dicke, fette Tür, also bei so hochwertigen Eigentumswohnungen, das sind wirklich auch
reicht einbruchsichere Wohnungstüren mit Doppelfalz und ich sehe auf jeden Fall, das ist wäre ein ganz schöner Klopper an Arbeit. Und ja, aber dann spreche ich so mit den Leuten und so und dann sagen die, ja, die Balkontür, die wäre wohl offen. Es waren etwas ältere Leute. Ja, und da haben wir das Glück gehabt, über den Nachbarn kam mal eine lange Leiter ran und dann bin ich wirklich mit einer langen Leiter in den dritten Stock rein, habe mich da übers Betongeländer geschwungen, Balkontür war halt offen, rein in die Wohnung und ich glaube, der steckte, der Schlüssel, und habe dann von innen halt die Wohnung geöffnet. Da hätte ich ein großes Ding draus machen können, aber ich habe es einmal um mir selber Stress, also auch mal eine ziemlich stressige, aufwendige Türöffnung zu ersparen und auch um den Leuten halt Kosten zu ersparen, habe ich halt diesen Weg gewählt. Also ich, da musste man eben manchmal flexibel sein. Und eine Sache, die mir noch einfällt, die in Anführungszeichen ein bisschen witzig war, ich werde zu einer Erdgeschosswohnung in Essen gerufen und die Leute sagen, ja, wir können das überhaupt nicht verstehen. Wir waren jetzt 2 Stunden einkaufen, kommen zurück und können unsere Tür nicht mehr aufschließen. Und absolut unbegreiflich. Und ich probiere so und denke so, das fühlt sich irgendwie so an, als wenn ein Schlüssel stecken würde oder so. Tür war abgeschlossen. Und dann, ich weiß nicht, ob es ein Gefühl war oder was. Auf jeden Fall sage ich so zu den Leuten, haben Sie irgendwie einen Balkon oder so? Und da sagten die Leute, ja, klar. Ja, ich sag zu denen, können wir mal rumgehen und mal schauen irgendwie? Ja, kein Problem. Also wir ums Haus rumgegangen, kommen da so an, laufen so auf den Balkon zu und da sage ich dann zu den Leuten, sagen Sie mal, lassen Sie immer Ihre Balkontür offen stehen? Nein. Ja, da war die Sache klar. Ich bin dann über das Balkongeländer geklettert, in die Wohnung rein. Und was musste ich vorfinden? Eine komplett durchwühlte Wohnung. Ich bin natürlich dann sofort durch zur Wohnungstür. Und was hatten die guten Einbrecher gemacht? Sind eben, wie gesagt, über den Balkon, die Balkontür in die Wohnung eingedrungen, sind nach vorne gegangen zur Wohnungstür, haben den Reserveschlüssel aus dem Schlüsselkasten genommen und mal eben schön abgeschlossen, damit, wenn die Leute zurückkommen, eben nicht sofort in ihre Wohnung können und sie, sollten sie noch da sein, dann schnell abhauen können. Ich habe dann natürlich aufgeschlossen, die Tür aufgemacht und die Leute hat der Schlag getroffen, ne, als sie dann gesehen haben, alles durchwühlt und so. Und es ist ja so, das größte Problem nach so einem Einbruch ist ja oft nicht der materielle Verlust, obwohl der auch übel sein kann, wenn es jetzt eben Andenken sind und so. Nein. Das Übelste ist, dass fremde Leute einem überall in den Klamotten, in der Wäsche und wer weiß wo herumgewühlt haben. Und so ein gewisses Sicherheitsgefühl, wenn es vorher da war, ist auch so ein bisschen flöten gegangen. Die beiden kleinen Sachen nochmal so nachgeschoben halt, fiel mir irgendwie heute Morgen so ein, dass ich die nicht erzählt habe. Ja, es gab viele Glattertüröffnungen, auch was weiß ich, werd nach Essen gerufen, komm da hin, der Typ sturzbetrunken und
ja, ich habe mir dann einen Gag daraus gemacht. Schon im Draufzugehen auf die Tür hatte ich schon die Schnappernadel aus dem Portemonnaie geholt. Und ich war noch nicht ganz an der Tür, da war die Schnappernadel schon in der Falz. Und nun ging das auch, ging die wirklich super. Also zack, die war innerhalb von Sekunden offen. Der Typ natürlich in seinem Rausch noch mehr beeindruckt als normal. Ja, und dann konnte ich hinterher noch ein bisschen Seelsorger spielen, weil es eine arme Socke war. Arm nicht im Sinne von Geld, war irgendwie Ingenieur oder was, aber Frau weg und ja, irgendwie so ein bisschen am Tiefpunkt halt und hat mir so ein bisschen sein Leid geklagt. Das kam also immer mal wieder vor. Oder öffne eine Tür in Essen und komm da rein und war ein jüngerer Typ so und dann liegt da eine Pistole auf dem Tisch. Habe ich natürlich auch erstmal geguckt und dann hat er gesagt, ja, er wäre Personenschützer für irgendeinen Kaufhausvorstand und war vorher wohl 8 Jahre bei den Feldjägern gewesen und das hat natürlich dann, war dann die Erklärung für die Waffe, war ein ganz lockerer Typ. Oder ich kann mich an eine junge Frau erinnern, ja wirklich eine junge Frau, nett, gut aussehend, die halt ein bisschen konfus war und deswegen ihren Schlüssel drinnen vergessen hatte. Und als ich ihr dann so die Tür geöffnet habe, da sagte sie, ja, sie wäre so ein bisschen von der Rolle. Sie müsste am nächsten Tag zu einer Operation. War eine junge, schlanke Frau. Man hätte in ihrem Bauch einen kindskopfgroßen Tumor entdeckt, der entfernt werden müsste. Das heißt, bei diesem Job hast du nicht nur ganz viele verschiedene Haushalte gesehen, also von der total vermüllten, verdreckten Bude bis ja, zur edlen Wohnung, sondern auch immer mal wieder einzelne Schicksale mitbekommen. Ja, eine Sache habe ich noch gehabt, wurde ich nach Essen gerufen und musste mich mit jemandem treffen, so, ich weiß gar nicht wo, ich weiß nicht, irgendwie wurde mir eine Adresse genannt. Ja, es kann sein, dass der da gewohnt hat. Auf jeden Fall, was war das? Das war auch einer vom Sicherheitsdienst. Der meinte dann, ja, die Öffnung ist hier nicht bei mir, die ist hier bei einem Vorstand und so. Und dann sind wir zu diesem Vorstand hingefahren. Und ich wurde dann wirklich beim Reingehen begleitet, ganz ja, ganz edle Villa irgendwie und es war ein lächerlicher Auftrag. Es ging um eine Schranktür, die nicht mehr aufging. Ich meine, ich mit ein bisschen handwerklichem Geschick hatte ich das Ding da relativ schnell offen. Aber wie gesagt, unter Begleitung vom Sicherheitsdienst. Ach, war klar, da vorne ist wieder einer von den Lebensmitteltransporteuren. Was haben wir hier? Ah ja, ab 6 Überholverbot. Und jetzt haben wir keinen. Ah, einer mit ohne Spiegel.
Ja, wenn ich so schaue hier, das Auto ist noch keine 2 Jahre alt, 380.000 auf der Uhr. Nächstes Jahr werden es dann eine 600 sein. Ich bin mal gespannt. Also normal, ich muss jetzt sagen, vor Corona war normal, dass es dann so nach 3 Jahren und wenn er dann so 600 weg hatte oder etwas drüber, dann es auch ein neues Auto gab. Ob das natürlich nächstes Jahr der Fall sein wird, unter geänderten Bedingungen, das weiß man nicht. Ja, Waldorf von der anderen Seite kennt ihr ja gar nicht. Also habe ich euch bis jetzt, glaube ich, noch nicht so mitgenommen. Ja, doch. Ich hatte ja schon mal kurz vor Waldorf auch schon mal gestartet. Also die letzte Stunde, die jetzt ja schon mit 4 Minuten angebrochen ist. Deswegen, ich muss ja auch langsam mal zu Ende kommen. Ne? Seid ihr denn noch da? Ja, ihr seid noch da. Ich hoffe auch noch mit Ton und allem. Aber da könnt ihr jetzt mal sehen, also ich sage euch, vor Corona hier immer mindestens ein bisschen Stau. Gut, morgens früh jetzt nicht zu dramatisch, also irgendwie ist man schon durchgekommen, aber eben ein bisschen Rückstau immer. Blauen Sternenhimmel können wir ausschalten. Sternbeleuchtung auch. Brauchen wir jetzt alles nicht mehr. Ja, ich muss sagen, richtig schön heute Nacht. Ein Kollege hatte noch mal richtig voll getankt alles. Ich hatte ihn nur gebeten, die rechte Seite voll zu tanken. Die linke hatte ich gemacht, damit er anständig Sprit drin hat. Aber ich muss sagen, er hat alles voll gemacht. Richtig top. Und auch mal kurz drüber gewaschen. Aber er hat auch nicht so viel zu tun gehabt. Er war längere Zeit wegen Krankheit weg und macht jetzt eh ein bisschen weniger, so wegen Wiedereingliederung. Und der hatte nur Heiligenstadt und mit Heiligenstadt bist du eigentlich so in 4-5 Stunden durch. Und ich hatte ihn gefragt, ob er es eventuell machen kann. Er sagte, ja klar. Und er hat es getan. Und ich muss sagen, bin ich ihm auch dankbar für. Da kann ich nämlich heute Mittag zackig nach Hause. Ja, Waldorf, schaut's euch an. Und das sage ich euch. Also vor Corona hier auf der linken Seite PKWs. PKWs, PKWs. Was seht ihr jetzt? Ich seh da vorne einen PKW. Ich sehe im Spiegel keinen auf der linken. Und voraus, ja gut, da ganz hinten fährt einer, den könnt ihr, glaube ich, schon gar nicht mehr sehen. Und das hier um 5.29 Uhr, also wie gesagt, Leute, das ist ein so, so deutliches Zeichen. Ja, das ist ja dieses Problem. Für unser eins ist es einerseits zum Freuen, andererseits auch zum Weinen. Denn man darf einfach nicht vergessen, warum das so ist. Man darf das nicht vergessen. Echt? Jetzt kommt da ein einsamer Krieger. Ja, das kommt ja noch dazu.
dass die Firmen, die jetzt wieder ein bisschen was machen, ja, meistens das so Montag, Dienstag, Mittwoch, naja, und dann Donnerstag, Freitag ist dann schon wieder nichts mehr oder freitags ist halt nichts mehr. Vielleicht spielt das jetzt hier noch mit rein, ich weiß es nicht. Also gestern war wenigstens noch ein bisschen mehr, aber das hier ist ja schon echt krass. Auch eher auf der Gegenrichtung nichts los, ne? Und das um diese Uhrzeit, also da müsste hier eigentlich richtig was laufen. Wieder einkaufen. Ich freue mich schon. Stunde wieder mit der Maske da rumrennen. Meine Frau, die dreht bald durch. Die war jetzt seit 14 Wochen, glaube ich, nicht mehr einkaufen. In keinem Laden mehr. Nur zu Hause auf dem Grundstück und draußen mit den Hunden. Und ja, zweimal, glaube ich, sind wir mit dem Moped irgendwie unterwegs gewesen, aber konnten ja nicht einkehren, weil die Bedingungen einfach zu bescheiden waren. So, jetzt werden wir mal langsam hier, glaube ich, zum Ende kommen müssen. Was ist denn hier los wieder? Ja, noch seid ihr da. Aber ich bin da sehr unsicher mit dem Akku. Was ist denn hier los, ey? Jetzt läppt das hier nicht mehr. Haben wir noch eine Schlafmütze da vorne oder was? Ich finde hier, es gibt überhaupt keinen Grund, hier nicht mit 80 durchzuziehen. Ja gut, aber letztendlich ist es auch egal. Ja, was jetzt so in den nächsten Tagen videotechnisch kommt, ich weiß es nicht. Wie gesagt, wenn es nach Hasi geht, muss ich da mal ein bisschen zurückschrauben. Ich meine, wenn, kann ja sowieso nur was aus dem Privatbereich kommen. Das Film ist ja gar nicht so das Problem. Das Problem, wie gesagt, ist immer die Bearbeitung und diese Ladereien. Das ist das, was ja, die Arbeit ausmacht. Ich konnte es ja jetzt letztens bei einem Kollegen, der auch LKW-Videos macht, ja, bei dem ist ja genauso. Da, wenn die Frau da nicht wäre, die die Sachen immer noch bearbeitet, würde er es auch nicht schaffen. Na? Und er hat es ja auch bei ihm gut, er macht mehr Schnitte und Musik und allem Zip und Zap. Er hat gesagt, also es dauert Stunden und ich glaube ihm das auch, ich weiß ja selber, da wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Und deswegen mache ich auch nicht so viele Spielereien. Ja, ich würde sagen,
Die Stunde ist schon mehr als rum. Ich sage jetzt einfach mal, wie immer, bleibt gesund und macht schön gut.